5 Ügetät. Kistelte Paprikschote, Klammer auf Sivri, erst zweist T, gribte Paprilstöftl, I, kleineft, I, estelt, T, grüratzki, L, I, S, R, H, Ote, Klammer zu, I, X, N, E, Autile, S, I, Klammer zu, T, L, Enst, Nä, I, Lotertal, T, 2, I, Ölt, I, Engsts, T, Itteln, L, J, 5, K, 3, R, Schrägstrich, Korit, Ulturit, und Glte, Petersili, I, T, I, Bifle, Ines, sich 1, 7, L, A, Goten, Dirksatter. Paragraph aller Tür Paragraph Tr Eat Fi G 2 Fri S C L E I L O P E No Kili S T Klammer auf Gras L Z Fi S T A N D R F L I S T I Gegriff Lili Klammer zu 1 Kleint Gri Inne Prickerst Wort Klammer zu 00 Gramm Klammer zu Slatz Tu Nuss K R N E I Z Trinst Ft Klammer zu L C Ft Flatke N I L L Xai Fu A S U I A S T Klammer auf I I O I S R E U Entl L I S P N Klammer zu R I 0 G I I A N M I L Aus sei Paragraphen M B A C K T P I R F U R D Z L I T T T T R T T R S X V T N I N Ü L Z U N E N S L T U K R N R I T R P R T R Paragraph A L O T T L E T T Z L I L O L O I O S U Klammer auf L Paragraph L Klammer zu J Z zu T T I N Q I 4 4 P S X T Z Z bereit X Pro Pali Ü D 328 Tal S I den Backofen N A F 220 vorheizen. Für die Salsa die Paprika mit dem Öl bepinseln und auf einem Backblech mit Backpapier im heißen Ofen Klammer auf oben Klammer zu circa 15 Minuten rösten, bis die Haut schwarz wird. Klammer auf bei Verwendung von Paprikaschote und Chili nur die Paprikaschote rösten. Die Chili putzen, entkernen, waschen und sehr klein würfeln. Klammer zu, herausnehmen und zugedeckt etwas abkühlen lassen. M inzwischen die Tomate waschen, halbieren, entkernen und ohne Stieransatz, sehr fein würfeln. Die Frühlingszwiebeln putzen, waschen und ebenfalls fein hacken. Die Kräuter waschen und trocken schütteln, die Blätter fein schneiden. Die Paprika häuten. Halbieren, entkernen und sehr klein hacken. Alle vorbereiten unterstrich, Tütten Zutaten vermischen und mit Essig, Agavendicksaft und Salz würzen. Für P.I.D. Plätzchen, die a la Pevlopetzen längs halbieren, entkernen und waschen. Die Schote in sehr dünne Streifchen schneiden. Die Paprika putzen, entkernen, waschen und fein würfeln. Die Cashewkerne mit 120 ml Wasser, Zitronensaft, Hefeflocken, Misopaste, Klammer auf, falls verwendet, Klammer zu, und 2 TL Salz im Mixer sehr fein pürieren. Mehr Paprikawürfel und Lalapeflo-Streifchen unterrühren, falls nötig, noch Wasser zugeben. Die Masse mit Salz abschmecken. A und in einen kleinen Topf ca. 3 cm hoch Höhe erhitzen, bis an einem hineingehaltenen Holzstäbchen sofort Gläschen aufsteigen. Portionsweise mit einem Tee-Löffel Nocken aus der Cashewmasse ins heiße Fett geben und in circa pro Seite goldbraun ausbacken. Herausnehmen und auf Küchenpapier entfetten. Auf diese Weise 20 kleine Nocken herstellen. Paragraph T. 500 erste Garnitur. Die Salatblättchen waschen, trocken schleudern und etwas zerpflücken. Die Sprossen abbrausen und gut abtropfen lassen. Die Nocken auf Teller verteilen und mit Sprossen oder Salat garnieren. Die Salsa dazu servieren.